So, nächste Folge in dieser Aufnahmesession. Wir spielen Doom of Spider-Queen. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück. Wir haben wieder keinen Heiler im Start. Das heißt, fürs Erste werden wir mal schauen, ob wir da einen Heiler bekommen. Ansonsten werden wir hier gleich wieder den Heal reindrücken. Würde ich sagen, Alex Traser wäre hier tatsächlich, glaube ich, mal eine ganz gute Idee. Das Erste. Modern wäre natürlich auch eine mega gute Idee. Darüber müssen wir nicht reden. Frage ist gleich, was wir spielen werden. Habt ihr, werden wir nicht spielen, auch wenn es mal eine Zeit gab, wo das extrem stark war. Maßlosigkeit oder Jetson wird das sein, was wir hier spielen werden, logisch. Jetson bietet uns zwei Möglichkeiten, die wir gleich angehen können. Entweder wir spielen mit Jetson auf Autotech, rein Autotech, oder wir splitten das ein bisschen und gehen hier auf Full Slow. Maßlosigkeit ist natürlich das Einfachste, was wir hier spielen können. Die Johanna wird für mich ein bisschen ekelhaft. Jetzt müssen wir mal überlegen, was wir hier gleich spielen. Profitieren wir denn vom Slow? Das ist halt auch die Frage. Die Liming und der Alara könnten schon vom Slow profitieren. Und die Kills dann halt einfach Ruhe. Die Frage ist halt, das ist halt schon so ein bisschen riskant. Jetzt hauen also mit durchaus komplett Autotecken wird ein bisschen schwierig, weil die haben die Johanna auf der Gegenseite. Maßlosigkeit würde sich hier am ehesten anbieten. Aber ich glaube, ich werde einfach mal versuchen, ob es funktioniert mit dem Slow.
Welcome to Heroes of the Storm. Get ready for battle and okay. Forget your talent. Dann wollen wir mal. Ich kann gar nicht glauben, dass ich an eurer Seite kämpfe. Danach werden wir definitiv Höllenarmee gehen. Wir werden auf den Slow-O gehen. Höllenarmee brauchen wir. Höllenarmee bedeutet gleichzeitig auch mehr Slow. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Ja, gib mir schön für Stacks, Jungs. Oh, werd mich mal um den hier kümmern. Ah, es ist ein gieriger Schlund. Ja, jetzt sowieso erstmal. Um 50 Stacks ist erstmal nicht so verkehrt. Ich muss jetzt erstmal hier was machen, das heißt, wir können hochgehen. Gehe ich wieder runter gegen Chen. So, Höllenarmee. Ich krieg immer schöne Stacks von ihm. So, unser nächstes Talent wird Meister der Zerstörung sein. Und Moradin hat jetzt die Quittung bekommen. Das heißt, ich werde mal, wir müssen schon unten bleiben. Hier vielleicht kurz ein paar Stacks holen. Und dann nach unten rotieren, weil ein Level hinten ein bisschen Knorke ist. Sehr schön, hat er sich selber umgebracht. Ich habe euch den Triumph gebracht. Sonnt euch darin, solange ihr könnt. Das ist jetzt so ein bisschen bitter und das ist halt die Sache, damit Johanna
Gut, das hat dann ein bisschen schwierig, aber ich kann auch durch die Autotex einfach mir schön die ganze Zeit über die Stacks besorgen. Nice, alles schön einsammeln hier. Ich werde nach unten gehen und da weitermachen. Da ich Level 7. Ich gehe zum Brunnen, 15 Dinge haben wir. Ach, lass ihn kommen. So. Die Sache einfach ganz easy peasy hier chillig runterspielen. Ich werde mal mit Payen gehen. Dann ist der. Ja, zu spät. Dank eures Feindes. Jetzt verkackt. Netzweber werden über euch herfallen. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass es natürlich auf meine Seite kommt. Eine Macht schwindet. Sammelt mehr Juwelen oder stellt euch meinem Zorn. Sammelt ihre Juwelen. Bringt sie mir jetzt. So, dann wollen wir mal Pain, oder? Talents upgrade your hero in a multitude of ways. Choose one now. Da sind wir. Alarak leider dead, schade. Wir können trotzdem payen, das ist nicht das Problem. Ming auch dead. Ich spüre ihre Macht. Kommt, meine Kinder. Kommt zu mir. In die entgegengesetzte Richtung vor zurück. Oh, ich verpiss mich mal hier. Mehr kann ich da nicht mehr machen. Wir müssen jetzt in der Mitte irgendwas machen. 170. Aber wir können das. Sie kriegen da oben den Kill, das heißt, wir werden oben reinpushen. Let's go! Machen wir dieses Vorschlag. Und ab Level 13 beginnt dann unsere große Slow Party. Zerstört ihre Konstrukte.
Holt mir die Juwelen der Macht zurück. Zeigt keine Gnade. Ja. Nice 4. Ich hab da nichts mehr. Ich brauche dringend mal ein bisschen Mana. Die können Pain, das ist nicht so gut für uns. 4-3 steht es erstmal, das ist schon nach 10 Minuten. Holy shit. Kaum Teamfights. Als nächstes werden wir Brechstange gehen. Slow, massig, slow. Geht jetzt gleich los. Wir müssen erst Level 13 werden. Mal kurz warten, was die hier vorhaben. Murat drauf engagieren. Ein Megaschwein gehabt, der Kollege. Der holt das Keep da unten. Das ist natürlich mega fail von uns. Stay sharp. They're on the core. Gotta dig deep. Meine Netzweber sind gefallen. Sammelt Juwelen, sonst wird euch dasselbe Schicksal ereilen. Da haben wir ein bisschen geschlampt. Bringt sie zu den Altaren. Bringt mir ihre Macht. Oh, ich bin mal hoch, okay. Ja, es war nicht intelligent, dass wir das Keep-Up einfach so abgeben lassen. Ist dead leider.
Unlucky. Awesome work. You earned that talent. Ja, ein Tick fehlt mir noch, dann bin ich fertig. Oh oh. I think. I'm really dead. Fucking hell. Really unlucky. Alter, slow. Wirkt jetzt hier noch nicht so, wir werden niedertrampeln auf jeden Fall gehen als nächstes. Und noch mehr slow, 60%. Es sind hier 50%, 45%. Er wird halt so eine absolute Slow-Maschine. Aber schade, dass wir. Also, ja, es ist halt riskant, dem Bild zu spielen. Weil man halt. Ja, durch die Johanna schon relativ oft interrupted wird, was halt echt ein bisschen bitter ist. Mal gucken, das wird uns jetzt nicht so viel bringen, weil wir halt richtig mächtig in der Scheiße stecken. Nice. Enemy slain. Nice. Seid ihr wirklich das Beste, was diese aufmachen. Hat wieder irgendwo anders hin. Metallene Spinnen, vernichtet sie! Bringt die Juwelen der Macht an meinen Altar! Schade. Jetzt werden sie halt wieder pähen gehen. Das ist halt, ich weiß nicht, ein bisschen zu greedy, was wir da spielen. Ich meine, der wäre jetzt fast tot gewesen. Ich hätte ruhig mal einen Ball noch reinwerfen können, aber... Ja, was willst du hier zu jetzt großartig sagen? Beuting macht, was so geht, aber der Alarak ist halt ein bisschen zu sehr... ein The enemy's on our core. Defend it at all costs. Ja, so haben wir uns jetzt großartig übel. Wir müssen halt rein. Ah. Jetzt haben sie sich halt darauf eingestellt, dass sie mich halt einfach die ganze Zeit töten. Ah, schau dich diesen Alarak an. Nicht gut gespielt vom Alarak, überhaupt nicht. Zu oft gestorben, viel zu viel Blödsinn gemacht, der Alarak. Ist halt riskant. Am Ende des Tages wäre halt Maßlosigkeit hier wesentlich effektiver gewesen. Johanna interruptet dich halt zu schnell. Das ist das große Problem. Wenn ich mit dem E durchcasten will, dann... Es muss halt schon durchkommen, um den maximalen Value aus dem Talent rauszuholen. Aber das lief mal gar nicht. Da hätte ich es besser wissen müssen und in Zukunft werden wir das, glaube ich, auch lassen.
Gegen Johanna ist das nicht sonderlich effektiv. Auch wenn sie Auto-Attack, also wenn sie blinden können, ist es ein großer Schwachsinn hier. Der Chen war ehrlich gesagt nicht gut. Sie haben es nur am Ende des Tages dann ein bisschen anders gemacht, dass sie halt den Asmodan versucht haben zu killen. Das hat dann auch funktioniert. Und der Alarak ist unser großer Schwachpunkt gewesen. Der hat einfach zu greedy gespielt. Hat auch ein paar nette Szenen gehabt, aber der ist einfach zu greedy gewesen. Wenn der ein bisschen vorsichtiger gespielt hätte, hätten wir hier, glaube ich, durchaus eine Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Schade. Gut, dann verabschiede ich mich und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Tschüss.